Hi von Stoßburg, herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer neuen Emission der Blick auf Europa. Wir hatten diese Woche die Stunde ganz am Zeichen von Lützburg. Wir hatten unseren Premier, den Xavier Bettel, hier auf Besuch. Und natürlich auch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war präsent. Und du hast natürlich da gesagt, ein bisschen über die Zukunft von Europa. Denn das ist die ganze Suite von Premieren, von Staatschefen, die hier auftreten. Und Xavier Bettel hat das aus lützburgischer Sicht durchgelöst, aus seiner Sicht, ein ganz interessanter Schritt, ein ganz pro-europäischer Schritt. Das ist ja für Lützburg aus keine Überraschung. Wir sind auf ein stärkes Europa angewiesen und wir drohen regelmäßig dazu bei, dass das Europa sich weiter stärker entwickelt. Die Hauptsujet, das war ein bisschen Vergangenheit, wie Europa, dass es immer von Krieg zurückgeht, dass immer Leute an Misere gebracht hat, dass Deutschland und Frankreich endlich zusammenfinden, zusammen schaffen, relativ gut zusammen schaffen und dass Europa regelmäßig vorbringt. An die Freiheiten, die wir haben, auch die Valoren, aber auch die Freiheiten, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass ich immer muss daran erinnern, an der Jugend eigentlich auch noch verschiedene andere Leute immer muss daran erinnern, wie gesagt, wie wichtig dass er das ist und dass das nicht selbstverständlich ist und dass ich dafür muss kämpfen, für den, dass er dort erhalten bleibt. Hier ist darüber gegangen, dass eigentlich Mobberstädte nun einem Strang müssen ziehen, nur ein paar Beispiele abgezählt, COP21, das Klimaaufkommen zu Paris, Europa mit einer Stimme geschwärzt, mit einer stärkeren Stimme gegen den Populismus, gegen den Nationalismus, dass das keine Antwort ist an dieser Zeit, au contraire, dass die nicht mehr zusammen die Herausforderungen vom 21. Jahrhundert kann meistern. Dann natürlich auch noch die Kompetitivität ergänzt, das ist die Wichtigkeit von der Wettbewerbsfähigkeit in Europa, dass man da müssen auch weiter an die Innovation, an die Forschung stärken, als Kräfte bündeln, auch da für an einer globalisierten Welt eine Rolle zu spielen. Die Verdeivung von der Wirtschafts- und Währungsunion, der Bankenunion, das wird ein ganz interessantes Sujet gehen. Ihr wisst, dass das deutsche Kollegen hauptsächlich da auf der Bremse stehen. Für, wenn du von einem europäischen Finanzminister jetzt geht oder von einer gemeinsamen Deckung, dann ist das bei den deutschen Kollegen ganz sensibel. Und die werden da, wie gesagt, ein bisschen zurückhaltend sind. Aber das ist trotzdem wichtig, wenn wir die Krisen, die Finanzkrisen, haben gewissen, dass eigentlich die Wirtschafts- und Währungsunion verdeift gehen, dass die muss perfekt vervollständigt gehen. Und das ist, wie gesagt, ein Sujet an den nächsten Moment. Plänlein um durch, muss just nach aufgestimmt gehen, muss just nach mit d'accord sein, denn der Konzern muss mit d'accord sein. Digitale Bandenmarkt ist auch abgeworfen gehen, und das ist auch ein wichtiges Sujet. Und dazu gehören natürlich auch die Steuersysteme. Der Premier hat geschwärzt von einer Steuerermäßigung, das ist eine Steuerreduzierung. Der Jean-Claude Juncker hat am Anfang an dem Punkt ein bisschen widersprochen und hat gesagt, Steuererhöhung oder Steuerreduzierung ist eigentlich egal, es muss eine Steuergerechtigkeit entstehen. Das heißt, auch die Großkonzerne müssen so viel Steuern bezahlen, fair gerecht Steuern bezahlen, weil der kleine Mann bezahlt auch seine Steuern. Er wird gar nicht gefragt, ob er das will oder nicht. Er wird besteuert nach einem Barem und da hört es sich und das muss auch für die Großen gelten. Der Premier ist nicht darauf gegangen, ob kleine Mittelbetriebe, ob schon das fand ich ein ganz wichtiges Sujet in Europa ist. Er ist auch nicht darauf gegangen, an den Technologien, an der Arbeitswelt, was für Konsequenzen dass das tun könnte auf den Arbeitsplätzen, aber auch bei Sozialsystemen. Das sind ein paar Punkte, die ich vermisst habe. Positiv wird dafür gestracht, denn der Wort wird ein Detachement. Ihr wisst, dass wir den Senderrichtlinien aufgestimmt haben gestern, dass wir eine höhere Majorität an Zukunft die Leute Salarien, die beschäftigt an den Sektoren, die entsandt gehen an ein Land, dass die nicht nur den Mindestlohn da müssen kriegen, sondern dass die carrément denselben Lohn für dieselbe Arbeit auf derselben Platz müssen kriegen, mit allem, was das beinhaltet, Kollektivvertrag, Prämien und so weiter. Und auch Entschädigungen müssen kriegen, wenn sie da wohnen, die dürfen nicht vom Lohn aufgezogen werden und so viel. Das sind so ein bisschen die Sachen. Und dann ist es natürlich auch auf das Budget gegangen, denn, multianuelle Budget für die nächsten 7 Jahre von 2020 bis 2027. Er hat nicht gesagt, er hat die Propositionen von der Kommission gut gehegt, er hat aber nicht gesagt, ob Lützburg darüber redet, dass zusätzliche Beiträge zu leisten oder nicht. Die wissen, dass durch den Brexit, durch die Verluste von Großbritannien aus der Union, dass da einfach ein paar Partisuen an Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen.
Weiter Feld, wo er gesagt hat, wo Lützeburg eine stärkere Position hat, dann noch weiter wird behalten, das ist die Entwicklungshilfe. Wir wollen weiter keine Budgetkürzungen zu Lützeburg für die Entwicklungshilfe. Das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch eine gemeinsame Außenpolitik, dass wir dort zusammenhalten, wenn es darum geht, für uns Kind, als Nachbarn zu behalten, am diplomatischen Sinn. Natürlich auch da wird Lützeburg weiter eine stärkere Rolle spielen. Und ein Hut als letzter Punkt, und das scheint mir auch persönlich immens wichtig zu sein, dass Pressefreiheit, dass eine von den Valoren, Pressefreiheit, eine von den Valoren von Europa ist, und dass wir die unbedingt auch heiß müssen halten und immer müssen daran erinnern, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ein anderes Sujet war, wo ich persönlich darauf geschafft habe, Manipulation von den Kilometerzählern, das ist etwas ganz Ernstes, das ist ein konkretes Dossier, den uns alle gut betrifft. 50% von den Autos, die in Deutschland verkauft werden, aus dem Kilometerstand drückiert, das manipuliert, das carrément zurückgeschraubt wird. Das hat erstens einen wirtschaftlichen Impact, bei 9 Milliarden Euro gehen uns durch Wirtschaftsleistung verloren. Zweitens hat es einen großen Impact auf die Straße. Verkehrssicherheit, die Dealer in einem Auto, die für die Sicherheit da sind, natürlich Bremsen, Amortisseuren und so weiter, das ist alles im Moment viel mehr all, wie eigentlich von dem Käfer dann angeholt gehen. Das ist ein richtiger Betrug um Verbraucher, ein richtiger Betrug um Käfer. Und wir haben als Parlament gefordert, weil wir wissen, dass die Kommission da nicht aktiv gehen. Wir haben mit zwei Ländern, die aktiv sind, das ist Belgien, die haben ihre Care-Pass, da geht alles, alle einzelnen Details, was um Auto gemerkt, ob ein Intervention, eine Inspektion, Pneuwechsel oder wie auch immer, regelmäßige Kontrolle, Kontrolltechnik, alles geht auch angedroht, sodass der Käfer auch genau weiß, wie wir kann machen, was mit dem Auto geschieht ist. Und das verlangen wir auch auf europäischem Niveau. Und natürlich auch von den Herstellern, dass es halt nicht mehr so einfach gemacht wird, für die Manipulation hier zu holen. Das ist halt ein Kannerspiel. Das kann in den Bussen mit einem Computer kann umgehen, der kann das machen. Und das ist nicht tolerabel. Das ist wie gesagt ein Dossier. Und dann haben wir noch ein anderes Dossier auch. Das ist die Entsenderichtlinie. Ich hatte ganz kurz schon die Premier war darauf angegangen. Das ist auch aufgestimmt worden. Bis jetzt hat man eine Direktive von 1996. Wir haben noch lange Verhandlungen, noch 27 Monate Verhandlungen, haben wir endlich eine Einigung gefunden am Konzert, für zu sorgen, dass, wie ich vorher gesagt habe, gleich Arbeit für die gleiche Lohn, gleiche Lohn für die selbe Arbeit auf der selben Platz. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip in Zukunft, ein ganz wichtiger Schritt am mehr sozialen Europa. Das heißt, die Leute, die an und an das Land entsandt gehen, brauchen nicht mehr zu verhärten, dass sie dadurch Männer verdingen. Wie ein auf der Platz, wie ein Salarier auf der Platz. Die Maximalzeit, der Moment liegt meistens so bei 4 Monaten. Die Maximalzeit, also ein Jahr, das ist, kann bis zu einem Jahr entsandt gehen. Mit einer Verlängerung von 6 Monaten, wenn es eine bestimmte Begründung hat, muss aber dann speziell angefragt gehen. Auch das schenkt nur lang, aber das ist für mich kein Problem. Welche Konditionen ja besser gibt für das Salarier, kann ich mit der Kurs sehen, dass es da, wie gesagt, auch dass es mehr lang entsandt geht, mehr lang detachiert geht. Er bleibt aber in seinem eigenen Land sozialversichert, 24 Monate lang. Das ist bis jetzt auch der Fall gewesen und das ist auch in Zukunft der Fall. Dort haben wir, wie gesagt, noch so viele Mainlo endlich aufgehakt. Und da kann es dann im Terrain, die wissen, dass wir eine Direktive haben, die auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Kontrollinstanzen, dass das auch seit 2014 in Kraft ist. Und dass man dadurch, wie gesagt, andere Sektoren Konstruktion, andere Sektoren Agrikultur, Industrie, dass wir da noch ein bisschen mehr ein solides soziales Fundament kriegen. Leider muss ich sagen, dass Zutretung ausgeschlossen ist. Das ist etwas für mich gewesen, was unbedingt hat mich rauskommen. Die Schäden des Zutretungs, dass den 5.6. ab einmal Anzwinger Ketten den Auftrag kriegt, und dass du eigentlich nicht mehr richtig weißt, wen du responsabel bist und wen du den Auftrag gekriegt hast. Den zweiten Punkt, den auch ausgeschlossen ist, ist der internationale Straßentransport. Am Moment bleibt er dran, weil er soll durch ein Lex Specialis, also durch ein spezielles Gesetz, wo wir am Gang sind, darauf zu schaffen, soll es geregelt gehen. In dem Moment wird es dann an der Lex Specialis behandelt gehen und nicht mehr an der Hauptdirektive über die Entsendung.
Das ist ein ganz kritischer Punkt, weil man der Lex speziell ist. Da kommt man nicht dafür und wir fanden da keine richtige Einigung. Das kann auch ein Zeitchen dauern und dadurch ist ein Transport, wie gesagt, da einerseits offiziell mal dran, andererseits aber noch nicht so richtig kontrollierbar. Und dafür ist das für mich trotzdem ein Schwerpunkt. Aber bon, ich meine, kann immer noch weiter darauf geschafft gehen, kann immer noch weiter verbessert gehen. Der letzte Punkt ist, wir hatten uns Gedanken gemacht über die Zukunft von der Landwirtschaft. Ein ganz wichtiges Dossier. Die Kommission wird diesen Monat noch hier Vorstellungen herausbringen, wie es mit der Agrikultur nur 2020 so weitergehen. Da haben wir ein paar die Vorstellungen darüber gemacht. Es muss mehr Flexibilität geben für die einzelnen Mitgliedstaaten, aber das wird nicht heißen, eine Renationalisierung. Das heißt, bleibt eine Politik, Agrikultur, Kommune, bleibt ein europäisches Dossier, bleibt auch ein europäisches Finanzament. 40% vom europäischen Budget gehen an die Landwirtschaft. Das soll auch in Zukunft die Gelder, die durch den Brexit verloren gehen, sollen von den Ländern abgefangen gehen. Es soll auch keine Kürzung von den Kontrollinstrumenten kommen. Au contraire, sollen die Regeln sollen vereinfacht gehen, mit Objektiven sollen mit klar definiert gehen. Es soll auch mehr nachhaltig gestaltet gehen, eine Landwirtschaft mehr nachhaltig gemacht gehen durch Innovation und Recherche. Und es sollen die Jungbauern sollen unterstützt gehen. Das ist ein extrem wichtiges Sujet, wenn ihr nämlich gucken geht. Zuletzt sind wir da relativ gut abgestellt. Ganz viele Jungbauern, wir aber in anderen Ländern, als es im Beruf, den am Gang als Ferm zurückzugehen. Dann natürlich soll Bürokratie aufgebaut gehen, was auch ganz wichtig ist, weil die Bauern uns immer so, dass sie eigentlich mehr Arbeit haben mit den ganzen administrativen Paparazzen, mit dem sie mehr Büros arbeiten, wie sie bei dem Feld schaffen. Und das ist auch in Zukunft nicht tragbar. Und dadurch soll das, wie gesagt, auch vereinfacht gehen. Das sind just die Hauptpunkte, die ganzen Dossier können die ein paar vielleicht mehr im Detail durchgehen. Das wäre nochmal von den Hauptpunkten von dieser Woche von Straßburg. Ich melde mich dafür in der nächsten Sendung, nächste Woche. Merci für das Nachgucken. Bis später.